Ja, hi, Helmut hier. Freut mich, dass du das Video hier ansiehst. Es ist ein Video, das ich im Prinzip eigentlich schon vor einem Monat circa gedreht habe. Da waren voll, ja, ich fand ihn mega geil. So ein Folklore-Handwerksmarkt oder wie man so sagen kann, hier in Chiang Mai auf einer Pferdefarm. Und ja, ich habe da halt so ein paar Sachen gefilmt, weil ich fand's geil. Da hast wirklich noch alte traditionelle Sachen gesehen, wirklich von der Urproduktion bis hin zum fertigen Produkt. Also von da gab es Schwerter und Messer oder auch Leute, die Baumwolle gesponnen haben, also bis zum fertigen Kleid dann. Schau das Video an, wenn es dir gefällt. Ich freue mich. Alles Gute soweit. Muss ich den gerade mal filmen, wenn man schon direkt mal in der Arbeit sieht. Also so wird hier gearbeitet, voll von Hand. Wie krass. Hier werden richtig so Schwerter in Handarbeit produziert. Ah, geil, so. Cool. Da hinten, das hat er jetzt leider schon ausgemacht, wo der da die Klinge geschmiedet hat und in dem Wasserbad hat er irgendwie gehärtet und so weiter. Coole Sachen hier auf der Veranstaltung. Ich glaube, das ist da für die Elefanten zum Führen. Die zwei Typen da, die fertigen da die Klingen an. Auch so cool, so sieht so ein Messer aus. Alles selbst gemacht. Muss man echt sagen, cool geschmiedet. Sowas findet man ja heute in Europa fast gar nicht mehr. Hier da die Scheide komplett aus Holz gemacht, ohne irgendein. Die Typen hier benutzen überhaupt kein elektrisches Werkzeug, also alles komplett Handarbeit. Und das ist der Typ hier, der macht eben die Scheide und die Griffstücke aus Holz, also der ist der Holzarbeiter hier. Man sieht da, das ist die Werkzeugbank, die er für ja, seine Holzarbeiten hat. Da ist echt nichts Elektrisches, primitivste Werkzeuge, kleiner Hobel und so. Und dann machen die so eine coole Pomme-Audei-Make-up. So ein cooles Ding, das ist ja Teakholz hier, aus Teakholz. So, ja, cool, Alter. Alles komplett noch in Handarbeit. Mega cool. Ja, hier ist so ein halbfertiges, was der gerade in der Hand hält. Der Griff ist aus Bambus.
Der andere der Schaft hier ist aus Mainau, das ist irgendwie nordthailändische Sprache. Ja. Und hier sieht man so ein Rohling, also wo der Griff noch gar nicht bearbeitet ist. Ja, cool. Ein alter Opa, hey, voll die handwerklichen Fähigkeiten noch. Echt cool. Und seine Frau wahrscheinlich. Ja, jetzt sehe ich den gerade hier halt, wie der wieder am Werken ist. Thailändische Tradition wahrscheinlich auch. Ein bisschen arbeiten, wieder ein bisschen Ruhe, wieder ein bisschen arbeiten. Was die so hier sagen, das Laid-Back-Feeling. Ja, in der heutigen Zeit mit iPhone und so weiter, ich glaube, vielleicht interessiert das auch keine Sau mehr. Und ich bin einer der wenigen, die das noch begeistert. Junge, ich finde sowas geil. Ja, und hier ist noch ein Typ, der macht Gravuren in die Messerschneiderei. Also alles voll von Hand graviert. Cool. Unglaublich. Alter, alles mit der Hand. So, und hier ist der Typ, der die Messer schleift dann. Alter. Eine Veranstaltung via Live-Museum. Ja, und die Bambushütten, die hier aufstellen, Alter, die sehen ja auch cool aus. Die Hütten komplett aus Bambus. Wenn du hier lebst, hast du mit so einer Bambushütte im Prinzip eh genug. Ein bisschen Moskitoschutz brauchst du wahrscheinlich. Ja, und dann gibt es halt alles so handwerkliche Dinge hier, oder aus Stroh oder halt aus... Keine Ahnung, aus den Reishalmen wahrscheinlich macht er da irgendwie. Sieht aus wie eine alte Ritterrüstung, Hüte und so weiter. Die macht da auch irgendwas, knöppelt die. Was das ist, weiß ich nicht. Ah, die macht Kordeln bei Hand, Alter. So, also ich. No video, other direction the video. I do already. Turn the camera for video. Yeah, so. Also, alter. Lana Style. Mega cool. Haben die mich hier eingedresst mit dem komplett. Action. Action. Ja. Gott, komm, mach mal. Alter, zum ersten Mal sehe ich, wie Baumwolle hier so richtig verarbeitet wird. Cool. Hier kannst du wirklich, aber ich glaube, das ist auch mega teuer, so wo die wirklich so komplett von der Urproduktion bis zum fertigen Kleidungsstück, was die hier haben, alles wirklich von der Urproduktion bis zum fertigen Produkt handgemacht. Ist auch in Thailand teuer, aber nicht so wie in Europa, aber trotzdem. Aber cool. Der Typ spinnt die Fäden, oder? Wie krass, oder? Da die Kleine da bereitet das vor und dann spinnt der andere Typ da die Fäden. Irre. Der Typ, der hat da so einen kleinen Wattebausch hier in der Hand, was da das Mädchen vorbereitet. Das ist den Wattebausch und dann geht das hier darauf gesponnen. Alter, dann geht das nach dem Spinn da hinten auf den Webstuhl, da wird mit Hand gewebt. Und dann werden die Kleider. Das Kleid kostet übrigens umgerechnet circa genau 200 Euro. Aber Monster handgemacht, Alter.
Ist ja unglaublich. Ja, das ist halt hier der Markt so. Wir haben überall so richtig coole, alles aus Bambus hier, echt. Also das ist wirklich ein nachhaltiger Markt, Alter, unglaublich. Alles hier aus Bambus angefertigt, cool. Das hier zeigt die Stadtmauer von Chiang Mai, also das alte Modell, cool irgendwie. Also so sah mal Chiang Mai aus vor, keine Ahnung, 300 Jahren oder 200. Und so sahen wahrscheinlich die Krieger damals irgendwie aus, mit ihren Lanzen. Die muss man ja auch jetzt gerade mal filmen, wenn die vorbeigehen. Sawadee krap! Khob khun ma krap! Chok dee krap!